Achtung, Triggerwarnung. Und damit herzlich willkommen. Es ist mal leider wieder soweit. Ich muss mal wieder so ein Video machen. Habe ich ja schon gegen Hamsterkäufer gemacht. Aber das Video, was wir jetzt sehen, ist echt das allerletzte. Eigentlich wollte ich so Videos nicht mehr machen, aber ich habe das gesehen. Im Internet wurde mir vorgeschlagen und tut mir leid, ich kann da einfach nicht schweigen. Ich musste einfach was dazu sagen und mich darüber abfacken. Und ich würde sagen, wir schauen uns zusammen das Video an. Danach werde ich dann noch meine Meinung dazu geben, werde ich auch schon während dem Video, aber danach werde ich dann noch was sagen. Auch noch ein paar Gesetze einblenden. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Video einfach jetzt mal zusammen an und let's go. So, um was geht's in dem Video? Man sieht hier, Polizei schlägt auf Hund bei Schulung ein. Ich werde das ganze Video mal abspielen. Das Ganze fängt erstmal harmlos an. Man sieht hier einen Schäferhund und eine Polizeibeamtin. Und dann wird es jetzt richtig total gestört. Was geht los? Das ist halt eine Schulung für Polizeihunde. Die lernen irgendwie Einbrecher oder whatever sich entgegenzustellen. Man sieht hier, das ist ja normal, das kennt man ja, sieht man ja auch manchmal in Filmen und so. Aber was überhaupt nicht geht, ihr müsst jetzt mal auf diese Polizistin im Grauen achten. Habt ihr es gesehen? Sie schlägt mit irgendwas auf den armen Hund ein. So, ich spule nochmal zurück. So, hier sieht man, sie schlägt einfach auf den Hund ein mit irgendwas, mit einer Gerte oder so. Alter Verwalter, was ist los mit ihr? Und jetzt schlägt diese blöde Kuh auch noch auf den Hund ein. Und der Typ schreibt nochmal drauf. Was bist du für ein... Na, hat das gehört, nochmal drauf. Und dann regen sie sich noch auf, dass der Hund sie beißt, wenn sie so auf ihn einsteht. Sag mal, was ist eigentlich los mit euch? Seid ihr denn eigentlich komplettes Wahnsinns? Mach drauf jetzt auf das Vieh, hat er gesagt, oder? Mach drauf jetzt auf das Vieh. Erstens mal, du. Nein, ich darf hier nicht beleidigen. Erstens mal ist das kein Viehkollege, das ist ein Hund, das ist ein Lebewesen, genauso wie du und ich. Denkst du, du stehst über dem Hund, nur weil du auf zwei Beinen läufst und ein Polizeibeamter bist? Du stehst überhaupt nichts über diesem Hund. Dieser Hund hat genau die gleichen Rechte wie du und ich. Auch wenn unsere Gesetze diese Tiere immer noch als Sache sehen, meiner Meinung nach und von vielen, vielen Menschen in diesem Land sind Hunde gleichberechtigt und Katzen und sind Tiere gleichberechtigt mit den Menschen. Wer zum Teufel bist du denn eigentlich, dass du so einen Spruch gegenüber diesem armen Hund bringst? Ruf jetzt auf das Vieh. Ruf jetzt auf das Vieh. Das ist kein Vieh, das ist ein Hund. Du bist hier das Vieh und der Hund ist 10-mal mehr wert als du. Alter. So. Man sieht hier einfach, wie diese zwei Polizeibeamten auf den armen Hund einprügeln. Man sieht es hier nochmal. Das hat nichts mit Hundetraining zu tun, meiner Meinung nach. Tut mir einfach leid, das ist kein Hundetraining, das ist einfach nur Misshandlung von einem Tier. So. So, dann gehen wir jetzt mal kurz drauf ein, was die Polizei dazu gesagt hat. So, ich bin jetzt mal auf der Seite von Tag24, die das Video auch gepostet haben. Das haben die auf YouTube auch gemacht. Man sieht hier, die Ermittlungsverfahren gegen 5 Beamte wurde heute Vormittag eingestellt, weil sich kein Straftatverdacht ergeben hat, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Rieken. Der Fall sei jetzt an die Ordnungsbehörde weitergereicht worden. Die soll nun prüfen, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegen. Und hier, die Polizei erklärt aufgrund, dass das Schlagen der Förderung des Aggressionsverhaltens der Hunde diene und in körperlichen Auseinandersetzungen zu bestehen. Das
Einwirken durch Schläge mit einem sogenannten Softstick ist nur eine Übung und Prüfungsszenario für Schutzhunde, welche den Überfall eines Täters simuliert. Vorgesehen heißt es weiter. Gehen wir mal hier aufs Tierschutzgesetz, und zwar Paragraph 1720a des Tierschutzgesetzes. Mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft, wer einem Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier aus Rohheit erheblichen Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltendem und es sich wiederholten erheblichen Schmerzen oder Leiden zufügt. Okay, also ihr wollt mir erzählen, dass das kein Leiden und keine Schmerzen für den Hund waren. Sonst hätte er die Polizeibeamtin, die auf ihn eingeschlagen hat, nicht gebissen, wenn der Hund keine Schmerzen hatte. Also verstoßt ihr hier gegen das Tierschutzgesetz, Paragraph 17 Absatz 20a. Und ihr wollt mir also erzählen, dass das alles so rechtskräftig war. So, man hat ja jetzt das Video gesehen und jetzt erstmal meine Meinung dazu. Jeder weiß ja, dass Hunde auch Wirbeltiere sind, habe ich eben vergessen. Könnt ihr gerne nachgoogeln. Ich werde natürlich das Originalvideo auch unten verlinken. Wer zum Teufel glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Was zum Teufel ist los mit euch? Ihr prügelt auf einen armen Hund ein. Mag ja sein, dass das vielleicht eine Übung ist, aber man kann trotzdem, sogar Tierschützer haben sich darüber aufgeregt. Ihr prügelt mit einem Stock auf einen Hund ein und irgendein Polizeibeamter ruft drauf auf das Vieh oder was er da gerufen hat. Was ist los mit euch? Ihr seid wirklich das allerletzte. Und dass diese Typen nicht gefeuert oder suspendiert wurden, das ist genauso das allerletzte. Dass der Mensch heutzutage immer noch denkt, er steht über allem. Es kotzt mich so an. Warum ist in so einem modernen Land wie Deutschland Tiere immer noch eine Sache und werden nicht gleichberechtigt mit dem Menschen gestellt? Denkt ihr, ihr seid das Höchste aller Dinge? Nein, ihr seid nicht das Höchste aller Dinge. Über euch kommt noch was, nämlich Gott und Jesus. Die sind das Höchste aller Dinge, aber ganz sicher nicht ihr. Was ist los mit euch? Diese Polizisten gehören bestraft. Die gehören nie wieder eine Uniform. Denen gehört nie wieder eine Uniform an. Und nie wieder sollen die irgendwelche Menschen beschützen, sage ich mal. Wenn ihr schon so mit Tieren umgeht, wie werdet ihr dann erst mit Menschen umgehen, die auf euch zukommen? Würdet ihr die dann umbringen und sagen, ja, was ist los mit euch? Ich fordere, dass diese Polizisten gefeuert werden. Tut mir leid, und dafür bestraft werden. Man sieht es, ich lese es gerne nochmal vor. Tierschutzgesetz, Straf- und Bußgeldvorschrift. Paragraph 17 Absatz 20a, mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafen bestraft wird, wer einem Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder längeren anhaltenden oder sich wiederholenden erheblichen Schmerzen oder Leiden zufügt. Das steht im Tierschutzgesetz. Aber natürlich muss sich die Polizei nicht an Tierschutzgesetze halten. Die Polizei steht natürlich über allem. Nicht alle. Ich habe, wie gesagt, auch schon echt korrekte und coole Polizisten kennengelernt. Respekt an diese Leute. Aber diese Polizisten sind das allerletzte. Diese Polizisten sollten zur Rechenschaft gezogen werden, was sie da getan haben. Ganz ehrlich, ich bin so angepisst, ich bin so angewidert, ich könnte kotzen, ich könnte hier auf meine Tastatur und auf mein Mikrofon kotzen, wenn nicht sowas. Ihr seid das allerletzte. Und schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr findet, dass sich endlich in diesem Land was ändern muss, dass Tiere endlich auch gleichgestellt werden mit dem Menschen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ihr werdet auch für eure Sünden bezahlen. Jeder Sünder wird seinen Taten gemäß bestraft. Jene mit wenigen Sünden werden schnell vernichtet, während jene, die schrecklicher Schandtaten an der Menschheit schuldig sind, länger leiden. Und Satan, der Urheber aller Sünde, wird am meisten leiden. Und damit bin ich raus, ich bin angepisst und tschö mit Ö.